Wir haben das Anliegen, die Perspektive des globalen Südens wesentlich stärker in den Blick zu nehmen und eben zu schauen, was hat das eigentlich bedeutet und was bedeutet das bis heute für die Menschen in 2/3 dieses Globus, die mit den Folgen der Krise genauso leben müssen wie die in Nordeuropa und wie die USA. Wir haben damals schon festgestellt, dass 90 Tage nachdem Lehman Brothers Konkurs angemeldet hatte, in Sambia Kupferminen schließen mussten, weil der Kupferpreis gesunken war, dass in China 20 Millionen Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter arbeitslos geworden waren, dass in Indonesien Textilarbeiterinnen gekündigt wurden. Und wir haben uns eben im Zuge dieses Projekts auch noch mit Folgen in anderen Ländern des globalen Südens auseinandergesetzt. Wir sind ausgegangen von einer These der Weltbank Ende 2008, die gesagt hat, der Süden wird betroffen sein von dieser Finanzmarktkrise und es gibt 4 Ansteckungswege, auf die diese eigentlich im Norden entstandene Krise in den Süden übergreift. Das ist einmal der Welthandel, es sind der Finanzmarkt, es sind die Heimatüberweisungen von Migranten und es ist die Entwicklungshilfe. Die Auswirkungen waren sehr eingegrenzt, und zwar dadurch, dass Argentinien nicht stark verschuldet war, vor allem nicht abhängig war von neuen Krediten, und diese relative Unabhängigkeit an Devisen und diese absolute Unabhängigkeit von externen Krediten hat dafür gesorgt, dass die Unterbrechung der Finanztransaktionen, der Kapitalströme, das war die Hauptauswirkungen für Länder in Südamerika oder zum Teil in Asien und in Afrika, dass davon Argentinien nicht betroffen wurde. So, growing insecurity of work, absolutely. Huge reliance on self-employment. Now self-employment accounts for more than half of our workers, even out of agriculture. So this is a real sign that employment conditions in India are fragile, precarious, poorly remunerated, and really not indicative of high growth in the economy. And what is more remarkable is in the last couple of years, we've had declining real wages. So here's an economy that is supposed to be one of the fastest growing in the world, 7% growth per year, and you have falling real wages? It's very, very unusual. Wir haben die 4 Ansteckungswege, Welthandel, Finanzmärkte, Heimatüberweisungen und die Entwicklungshilfe. Der wichtigste Punkt waren der Rückgang des Welthandels, die Exporte, die Menschen auch vor Ort stark getroffen hat, so dass man insgesamt sagen kann, die Exporte war der stärkste negative Einfluss, die ja auch in den getroffenen Bereichen zu einer großen Verelendung führte, weil man sich klar machen muss, dass sie Menschen traf und Menschengruppen traf, die eben kein solides soziales Netz hatten. Und was auch wichtig ist als Lehre, währenddessen Heimatüberweisungen in den Krisen der 90er Jahre und um die Jahrtausendwende in Asien und in Lateinamerika immer noch so ein sicherer Hafen war, etwas, wo man sich darauf verlassen konnte, wo die Menschen wussten, wir bekommen Geld aus dem Norden von unseren Verwandten. Das ist eben das erste Mal in dieser Krise nicht mehr der Fall gewesen. Man fragt sich natürlich, also ich habe mich auch ganz persönlich danach gefragt, ist das der Weg, in den wir hineingehen? Ja? Ist das der Weg, dass zunehmend solche Krisen passieren, die Bevölkerung ohnmächtig davor steht und wir uns irgendwie daran gewöhnen müssen? Natürlich denke ich hoffentlich nicht, aber es ist eine Sorge, die mich schon erfasst hat, nachdem ich mich mit diesen, gerade auch mit dieser Stimmung zu der Krise in diesen Ländern befasst habe. In the first place, we need a type of reforms of policy measures that work in the field of prevention of crisis. And one of the type of reforms that assure that we advocate together with many different partners in the north and in the south is a more evident and prominent reliance on financing instruments that do not create new debt.
The EU is exporting more than importing, and EU banks or investors are funding this by lending to the new periphery. And this has an impact in the South that we can also identify as a medium or long-term impact, because now countries from the South are facing very difficult situations, and in some cases, as I mentioned before, some have to go to the IMF to deal with a situation that was not sustainable for them. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind hier zur Podiumsdiskussion. 10 Jahre Finanzkrise, die Perspektive des Südens. Im Moment gerade ist die Frage, wie die NordLB gerettet werden kann. Wir sind mitten in der Finanzkrise von 2008 noch drin. Wir reden nicht über eine vergangene Krise, sondern wir reden über eine präsente Krise, bei der die Frage einer neueren, weiteren Zuspitzung eine von wo genau und wann genau, aber nicht eine Frage des Ob ist. Letztlich hat sich die Finanzkrise im Mikrofinanzsektor nicht direkt und unmittelbar niedergeschlagen. Die Finanzkrise hat jetzt kein Absinken der Entwicklungsfinanzierung zur Folge gehabt, das klang schon an. Und ein Grund dafür ist sicherlich die Niedrigzinsphase, die wir im Zuge der Finanzkrise durch unsere Niedrigzinspolitik in Europa und auch in den USA haben, hat dazu geführt, dass Entwicklungs- und Schwellenländer es leicht hatten, auch für investive Maßnahmen, auch die Regierungen es leicht hatten, für investive Maßnahmen Entwicklungskredite von Entwicklungsbanken wie der KfW etc. aufzunehmen. Wir haben gerade jetzt auch im Klima-SDG-Bereich nun mal teilweise höhere Kosten. Das sind so diese Incremental Costs, die wir immer nennen. Da brauchen wir Geld, da brauchen wir eine Nord-Süd-Transferzahlung. Viele sagen, naja, sobald der Privatsektor reinkommt, muss das ganze Ding ja rentabel sein. Idealerweise ist eine Infrastrukturfinanzierung auch rentabel, wenn der Staat das macht, ne? Denn ansonsten haben wir ein Riesenproblem mit der Verschuldung. Also eine Grundsatzdebatte, die wir da auch nochmal führen müssen. Also grundsätzlich stimme ich dem schon zu, dass es schlecht ist, wenn die Verschuldung zu hoch ist, aber ich glaube, es gibt eine gute Verschuldung, es gibt eine schlechte Verschuldung. Und wir müssen da auch wieder differenzierter werden, weil wir dürfen jetzt nicht den Zeitpunkt verpassen, wo auch die Gesellschaften in Anpassung investieren. Wir können eine ganze Geschichte von Reformen sehen, wo die Reichen immer weniger Steuer bezahlen. Gerade deswegen haben wir keine öffentlichen Finanzen. Also an der Stelle wäre jetzt das Bestreben, um diese notwendige technologische Umstrukturierung zu schaffen, um die Energiewende zu schaffen, für mich politökonomisch das falsche Signal zu sagen, wir müssen uns noch mehr verschulden, sonst schaffen wir die Energiewende nicht. Jede Finanzkrise ist eine Schuldenkrise und weil Schulden und Geldvermögen dasselbe sind, immer auch eine Vermögenskrise und deswegen auch immer eine Verteilungskrise. Das ist etwas, was in dem ganzen Krisendiskurs zu wenig verinnerlicht ist.